Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept Do-it-yourself-Geschenke aus der Wunderkesselküche. Heute machen wir Cappuccino-Pulver selbst. Das kennt man so, dieses zum Anrühren, und das ist natürlich auch ein schönes Mitbringsel, ein tolles Geschenk, wenn man das ordentlich in Schraubgläser verpackt. Leicht zuzubereiten, schnell gemacht und vor allen Dingen super lecker. Und wie das funktioniert, das verrate ich euch jetzt. Für unser Cappuccino-Pulver solltet ihr schauen, dass der Mixtopf wirklich, wirklich trocken ist, also keine Restfeuchte mehr drin ist, denn als erstes werden wir Puderzucker herstellen. 80 Gramm Zucker habe ich hier und das Ganze wird 10 Sekunden auf Stufe 10 pulverisiert. Das dampft schon immer oben raus, muss man mal ein bisschen vorsichtig sein beim Öffnen, aber wie ihr seht, unser Zucker ist perfekt pulverisiert worden. Ihr könnt natürlich auch fertigen Puderzucker kaufen, aber ganz ehrlich, wie oft braucht man Puderzucker in der Küche? Deswegen nehme ich immer normalen Zucker und pulverisiere den dann. Dann hat man nicht immer so halbe, dreiviertel angebrochene Puderzuckerpäckchen ein halbes Jahr in der Küche stehen, weil Zucker verbraucht man doch eher als Puderzucker. Für den nächsten Arbeitsschritt habe ich 250 Gramm Schokolade, in dem Fall Vollmilchschokolade, 10 Minuten im Gefrierfach angefroren. Das ist wichtig, damit die entsprechend hart ist, damit sie ordentlich geschreddert ist. Wir schmeißen das alles in den Kessel rein und pulverisieren das 20 Sekunden ebenfalls auf Stufe 10. Und das wird laut. So, unsere Schokolade ist ebenfalls ordentlich pulverisiert. Ich mache das mit dem Spatel so ein bisschen nach unten. Und als nächstes kommen unsere weiteren Zutaten hinzu. Wir brauchen 200 Gramm Milchpulver. Das hier sind jetzt 250 Gramm, deswegen muss ich das abwiegen. Dann habe ich als nächstes 80 Gramm löslicher Kaffee oder Kaffeepulver. Da habt ihr jetzt die Wahl. Nehmt ihr ordinäres Kaffeepulver oder macht ihr es wie wir, weil wir Kinder haben. Ihr nehmt Muckefuck, also entkoffinierten Gersten-Malzkaffee. Das machen wir jetzt, weil unsere Kinder sollen auch was davon haben. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch normalen Kaffee nehmen. 80 Gramm davon, sagte ich, kommen rein. Auch der Puderzucker wieder zurück in den Kessel. Und das Ganze wird jetzt 20 Sekunden miteinander vermischt auf Stufe 6. Und damit ist unser Cappuccino-Pulver, unser selbstgemachtes, auch schon fertig. Ja, das ist ein Haufen Material, was da drin ist. Ihr könnt das hier in solche sauberen Gläser, Schraubverschluss, abfüllen, verschenken, hält sich etwa ein Jahr. Ja, sollte man kühl und luftdicht lagern. Ich allerdings werde das jetzt noch nicht umfüllen. Ich mache mir jetzt erstmal ein Tässchen, weil ich muss ja probieren. Auch wenn es kein richtiger Kaffee ist, den ich jetzt eigentlich gebrauchen könnte, sondern eben ja Muckefuck. Ne? So 2 bis 3 Teelöffel, ich häufe die mal ein bisschen, ich habe es gern kräftig, macht ihr da rein. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso Muckefuck, woher kommt das Wort Muckefuck? Ne? Hat man ja schon mal gehört. Ja, wer weiß es, Muckefuck, weiß mal, falscher Kaffee, kommt aus dem Französischen. Moccafaux, also falscher Kaffee, verballhornt Muckefuck. Daher kommt das, nur mal so. Also, ihr könnt das natürlich auch anderweitig variieren, indem ihr normalen Kaffee nehmt. Ihr könnt auch noch ein paar Gewürze reinmachen. Eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Vielleicht kann man es sogar mit weißer Schokolade machen oder Zartbitterschokolade. Vielleicht sogar mit Nussschokolade, ich weiß es nicht. Ihr könnt da jede Menge variieren. Probiert das gerne mal aus und wichtig ist, schreibt mir das in die Kommentare, wie ihr das gemacht habt und vor allen Dingen auch, wie es euch geschmeckt hat. Jetzt habe ich genug gelabert, mein Wasser kocht und jetzt schaue ich mal, wie mein Cappuccino-Pulver schmeckt. Es sind so 250 Milliliter Wasser, die man da reinmacht. Man kann auch heiße Milch nehmen, dann wird das Ganze noch intensiver. Etwas rühren. Es riecht schon sehr nach Landkaffee.
ist wie früher beim Camping, wenn meine Eltern ihren Kaffee aufgebrüht haben und wir haben Landkaffee bekommen. Es war schön. Schöne Zeit. Hat ein bisschen Schaum oben. Ich guck jetzt mal, ich habe da jetzt wirklich viel reingemacht. Dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Okay, ich finde es gut, denn es ist nicht zu süß. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die würden jetzt sagen, oh, da muss auf jeden Fall Zucker rein, aber es ist auf jeden Fall sehr aromatisch, aber nicht zu süß. Man schmeckt raus, dass es kein echter Kaffee ist, aber ich kann jetzt nicht so wirklich sagen, dass es schlechter schmeckt als der fertige Cappuccino-Pulverbeutel, den man für viel Geld im Supermarkt kaufen kann. Nicht gesehen, war nicht viel Arbeit, ist ein nettes Mitbringsel für Freunde und Bekannte und in dem Fall auch für Kinder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal, guten Appetit und sagt mal Prost bei Kaffee. Ja, bis bald.